Leute, und da wären wir wieder für diese Woche bei Bianca und Ingrid live. Ich habe hier wieder meine liebe Bianca. Und ich habe hier meine liebe Ingrid, auf die ich mich schon die ganze Woche ganz doll freue. Ja, ditto da, ditto, ne? Wir haben heute ein paar interessante Themen zu besprechen. Soll ich es immer sagen? Go ahead, ja, bitte. Okay. Also das erste Thema, was wir heute dachten, was wir darüber quatschen könnten, wäre Heritage und DNA. Und ich glaube, Heritage, also das ist so, wo wir herkommen, ne? Wo unsere Ja. Vorfahren herkommen, wo unsere Eltern herkommen, unsere Großeltern. Das ist doch mal ein anderes Thema, aber ganz, ganz interessant dann auch, ne? Das nächste Thema, und das ist was vielleicht für unsere Männer Zuhörer, wie man eine Frau in der Dating-World bekommt, ne? Was man als Mann machen sollte und nicht machen sollte in der Dating, wenn man uns datet und ausnehmen will und ausnehmen, vielleicht ist nicht das richtige Wort. Dann denke ich sofort an eine Weihnachtsgans. Bisschen, Bill? Ja, hoffentlich, nein, wir sind hier keine Weihnachtsgänse. Nein. Nein, aber naja, gut. Also das ist vielleicht, das wird ein interessantes Thema. Dating-Dos und Don'ts für Kerle. Nächstes Thema ist, und das haben wir letzte Woche schon angesprochen, war Körperpflege, also weibliche Körperpflege. Wie viel ist zu viel? Also das zum Beispiel, ich meine, machen wir vielleicht Sachen regulär als Frauen, ob wir vielleicht Sachen machen, die wir gar nicht machen bräuchten. Zum Beispiel Augenbrauen zupfen oder irgendwie sowas in der Art. Ne? Ich meine, du lachst wieder, aber das ist ernst. Augenbrauen zupfen. Also merkt das überhaupt jemand, wenn wir unsere Augenbrauen zupfen? Wer weiß, ne? Das können wir auf jeden Fall diskutieren. Und das vierte und das letzte Thema ist Dating Disasters. When our dates went wrong. Also da könnt ihr ein paar Geschichten hören aus den weiblichen Münden, wo das Liebesleben doch nicht so toll war in unserer Vergangenheit. Was alles schiefgelaufen ist mit uns und, naja, nicht mit uns, aber mit den Kerlen, den wir Genau, gedatet haben. immer sind die anderen schuld. Ja, aber natürlich, wir sind ja Frauen. Naja, und das wird schon witzig. Aber bevor wir da jetzt da reinspringen, ich glaube, du wolltest noch was sagen. Irgendwas zum Thema von letzten Podcast, ne? Ja, erstmal auch Hallo an alle, die jetzt zuhören. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und vielleicht lernen wir uns in den nächsten Sendungen auch mal kennen. Aber So. natürlich. Genau. Und ich wollte zur letzten Sendung, wo ich so an, ne, Tipps geben wollte. Ich habe die Weisheit also definitiv nicht mit den Löffeln gefressen. Und wenn die Jogginghose denn sauber ist, dann kann man sie auch zum Einkaufen anziehen. Also ist total okay. Genau, Ja, warum nicht? ich habe einen lieben Kumpel, der ist mit Jogginghose zur Demo gegangen nach Berlin. Fand ich schon sehr außergewöhnlich. Aber besser mit Jogginghose zur Demo als mit Jogginghose auf der Couch liegen. Ne? Ja, So, ja. ich wollte ja eine ne Ich Lanze stimme für dir die zu. Jogginghose brechen, im Sinne von, solange sie sauber ist, ist das total okay. Und wie man sich letzten Endes kleidet, solange es, ne, nicht müffelt und Naja, ich glaube, du hattest aber schon irgendwie zum gewissen Art hattest du auch schon recht, ne? Weil ich glaube, ja. man kann nicht überall in Jogginghose gehen, klar, ne? Und ich Ja. glaube, wie du dich anziehst, das definiert dich auch so ein bisschen, so als Mensch, ne? Also Ja. deine Vorstellungen und wie dich andere sehen auch, ne? Und ich glaube, Jogginghose, also ich persönlich, ich trage meine Jogginghose aus dem Haus, ja. Ja, ab und zu, nicht immer, ne? Aber auch nur, wenn es appropriate ist, ne? Also Ja. wenn man das nicht irgendwie, ich würde das nicht irgendwie zum Meeting anziehen oder wenn ich irgendwie so ein Meeting mit dem Lehrer meines Kindes hätte oder so, natürlich wäre das ein Out, das wäre ein No-No, ne? Wollte ich gerade sagen, dann bist du schon auf der Verliererseite, weil Da, das. ja, so wie Habib heute. Nein, nein, leider nicht. Wir wissen jetzt mittlerweile alle, dass Conor McGregor verloren hat, aber naja, das hätte ich mir anders gewünscht, aber na gut. Na, er hatte heute auch eine Jogginghose an. Das siehst du, was passiert, wenn man Jogginghose anzieht, ne? Dann, ja. Und genau, und
Ich weiß jetzt nicht, wie man von der Jogginghose auf die kulturelle genetische Herkunft kommt. Das geht ganz einfach, Bianca, und zwar so. Also, wenn du keine Jogginghose anziehen willst, dann könntest du auch Jeans anziehen. Und ich meine, wir müssen uns auch mal fragen, wo kommen unsere Jeans her? Ich meine natürlich nicht unsere Hosen-Jeans, sondern die Jeans, die wir in unsere DNA haben. Ne? So geht Wunderbar. das. Genau. Cool. Okay, wo kommen deine. Oder sollte ich vielleicht erstmal erklären, wie wir auf diesen Thema kommen? Wait, wait, wait. Okay. Ich wollte noch sagen, my little genius from down under. Mein Apropos Genius Jeans. from Down Under. Ja, richtig. Mein Genius mit dem Jeans Story. Ja. Ja, schön, prima. Champ. Ja, gut, jedenfalls, wie ich jetzt drauf komme. Also das ist schon ein Thema, was mich persönlich schon immer interessiert hat. Meine Familie hat einen Riesenstammbaum auf der einen Seite, ne? Also die Reilings, und das kommt jetzt von meinem Vaters mütterlicher Seite. Die haben schon, ich glaube, die haben so ihr Stammbaum so weit mittlerweile, dass es bis Jahr 1015 oder 16 ist. Es ist Wahnsinn, echtes Wahnsinn, was sie da alles haben. Also dieses Thema von Heritage und Genes und überhaupt Stammbaum ist riesengroß in meiner Familie. Und ich persönlich habe da auch ganz früh als Kind oder vielleicht eher gesagt als Teenager auch dieses Interesse dann gelernt. Und ich habe dann auch geforscht, auch durch die Forschung von die Reiling-Familie, wo wir herkommen. Aber jetzt mittlerweile in den letzten Jahren ist es sehr, sehr populär, oder es wird mehr und mehr populär, sollte ich vielleicht sagen, dass man commercially sein DNA testen lassen kann, um zu sehen, wo man tatsächlich herkommt. Zum Beispiel, man hat das ganze Papierkram, ne, wo immer so drauf steht, ja, also der Rudolf kam aus Hessen und der Waltraud, die Waltraud, die kam aus Berlin oder so. Also das wird ja alles vorgeschriftet. Aber das DNA kann nicht lügen. Und dieses DNA-Test, was man heutzutage für unter 100 € sich kaufen kann, ne, da nimmst du so eine kleine Q-Tip, wie sagt man Q-Tip auf Deutsch? So Schwamm oder. Ja, das ist auch schon so eingeenglischt, ne? Ja, Wattestäbchen, richtig, ja, Wattestäbchen. genau. Also, das ist jetzt mittlerweile so einfach: man zahlt die 100 €, kriegt so eine Wattestäbchen hingeschickt, ne? Man steckt das so in den Mund herum, so ein bisschen, ne? Schickst es weg, und dann 4 bis 6 Wochen später werden diese Firmen dir anschreiben. Also, ich habe jetzt MyHeritage benutzt, die schreiben dir zurück und sagen: Ja, also wir haben jetzt erfahren durch dein DNA, dass du so und so viel afrikanisch bist, du bist so und so viel westeuropäisch und du bist so und so viel Fijian oder irgendwie sowas, ne? Also das können sie durch dein DNA fast 100% genau dir sagen, wer du bist, wo du wirklich herkommst über die Jahre. Und das finde ich richtig genial. Ich habe persönlich das nicht gemacht, muss ich allerdings sagen, aber mein Vater hatte vor ein paar Monaten jetzt, Ende Juli, hat er Geburtstag gehabt, und da dachte ich, ja, was zum Teufel könnte ich ihm dieses Jahr schenken, ne? Ich meine, ich kenne ihn schon länger, habe mittlerweile schon alle möglichen Geschenke gemacht, aber der Kerl hat alles, ne? Aber was nehme ich an? Das stimmt wahrscheinlich gar nicht, aber das nehme ich so an von meinem Sichtpunkt. Der Kerl hat alles. Was könnte man ihm schenken? Und DNA, da dachte ich, jo, prima, das wäre doch was. So ein bisschen scientific, ne? Da würde er doch drauf abfahren, ne? Aber auch dann zurück so ein bisschen an unser Stammbaum. Er war auch total froh drüber, hat auch den Wattestäbchen-Test super schnell gemacht. Und ich habe mich so ein bisschen überrascht. Also die Ergebnisse, was aus meinem Vaters DNA-Test gekommen sind, ne? Die haben mich persönlich überrascht, und ich kann dir auch später, oder ich kann dir gleich davon mehr erzählen, aber ich dachte, vielleicht willst du anfangen, wo du herkommst. Weil das hast du mir letztendlich kurz erklärt, aber das hat mich auch total überrascht. Weil ich dachte eigentlich, du kommst aus Berlin die ganze Zeit, du kommst aus dem Osten. Aber Ja, ja, ja. so klar ist das gar nicht, ne? Also ich bin total beeindruckt, wenn so, ne, Dokumentationen über Verbrecher gezeigt werden und die können dann an der DNA feststellen, wer das war. Also die Entwicklung, ne, dass man wirklich alles nachforschen kann.
Das finde ich Absolut. echt total beeindruckend, was da heute medizinisch schon gemacht werden kann. Echt stark. Also völlig, völlig stark. Richtig, ja, richtig. Also diese DNA-Tests sind ja nicht nur so, dass man sieht, wo man herkommt, ne? Die sind ja auch für, wie du sagst, für eine total andere Linie von Sachen. Zum Beispiel, um Verbrecher zu finden, ne? Und Ja. diese Crime Scenes aufzuklären. Man kann das aber auch für andere Sachen. Zum Beispiel, wenn man nicht weiß, wer der Vater vom Kind ist, ne? Ja, Wenn super, genau. man vielleicht öfters mal im Karussell da rumgeritten ist und man weiß nicht ganz genau, wer der Vater Ja, nicht ja. so toll, du weißt schon, wie das Ja, ist, ne? da würde ich eher vorbeugend wirken wollen, aber klar, wenn es zu spät ist, dann sind so eine Tests richtig cool, ne? Und dass du. Man weiß ja nie, die könnten immer ein Handy kommen, aber auch einfach, wenn man als Kind nicht wirklich weiß, vielleicht ist man da adoptiert geworden. Ja. Ne, und man weiß einfach nicht, wer die Eltern sind und man möchte es endlich mal herausfinden. Ja. Da könnte man doch so einen DNA-Test jetzt für 100 € holen und man könnte es ziemlich schnell und genau herausfinden, ne? Ja, das ist richtig, also ist total schön. Und dass du so weit zurückblicken kannst bis Absolut. 1000, das nimmt mir ja schon fast den Atem. Also ich kann nur zurückblicken bis zum Krieg quasi, also bis Zum zum ersten Zweiten oder zum Weltkrieg. zweiten? Okay. Wir sind leider nicht so, also bei uns hört es ganz schnell auf, ne? Und da zu suchen, ist einfach eine Mühsal. Tja, wäre so ein DNA-Test mal ganz interessant. Aber genau, kann ich noch mal kurz sagen, der Vater meines Vaters war ein amerikanischer Soldat in Berlin. Der Vater meiner Mutter ist aus Litauen. Und Litauen litt und von da ist mein Litauen. Die waren ja besetzt von Polen, von Russland, die hatten Einwanderer, da ist alles, alles dabei. Und meine Großmutter väterlicherseits, der ich sehr ähnlich sein soll, von der ich die Gene so ein bisschen habe, das, ne, so das, was auch immer, die ist, und ihre Mutter, die sind also wirklich Ur-Berliner, komplett. Also ich kann locker Berlinern, das fällt mir überhaupt nicht schwer. Das sind so die Gene von meinen Omis und Wie heißt das so, also nochmal so schön? Ich kicke mal, Augen, Fleisch und Beine. genau. Also voll so Berlin ist so voll, ne, auch meine Stadt gewesen und immer noch. Und ich liebe Berlin. Coole Stadt. Genau. Aber es hat auch was mit, genau, mit ne, ich war für, als Kind dort viel, habe meine Oma besucht und das Flair mitgekriegt mit der Straßenbahn, die da durch Berlin fährt und mit dem alten Milieu, mit dem Arbeitermilieu. Und Zille, Heinrich Zille, war ein super Maler, der das Berliner Milieu gemalt hat. Und Berlin ist eine Kulturstadt, also von Berlin könnte ich jetzt anfangen zu schwärmen, wie eine Biene, lasse ich jetzt aber. Wir können ja nächstes Mal von Berlin schwärmen. Oder ja, oder von den Bienen, die ja vom Für unsere Aussterben bedroht sind. Genau. Berlin-Fans. Okay, so, also das war es dann schon. Deswegen, was ich jetzt, ich kann das für mich insofern, also meine Großmutter, genau, da war ein amerikanischer Soldat in Berlin und die hat sich in ihn verliebt. Das Wäre ist jetzt die mal tolle Frage. interessant, ne? Also ich wusste bis jetzt gar nicht, dass du auch so ein bisschen amerikanisch bist, ne? Aber auch, ich meine, was heißt es denn überhaupt, amerikanisch zu sein? Weil ich meine, Eben. die kommen ja aus England, ne? Die Amerikaner an sich. Ja, Irland, du hast die amerikanischen Ureinwohner, die man Indianer nennt, ne? Richtig, ja. Was auch immer, kann alles sein. Das ist ja das, was ich jetzt sagen wollte, dass Rassismus ist eigentlich komplett, also für mich ein No-Go, weil dann würde ich gegen meine Vorfahren, ne, wettern, wo ich noch nicht mal weiß, was die für eine Nation waren, was die für eine Herkunft hatten. Deswegen kann ich, also deswegen denke ich, dass rassistisch sein ist schon ein bisschen dumm heutzutage, wenn man sich nicht wirklich mit der Geschichte beschäftigt und nicht wirklich mit seinen Vorfahren beschäftigt und ne, in Biologie nicht Richtig, aufgepasst richtig. hat, dann denke ich, ist Rassismus was für, ich will jetzt nicht sagen Hohlköpfe, aber Oberflächensurfer. Ja, richtig. Ne? Also da kann ich auch leider mit schweigen, weil ich zähle ja auch gleich, aber ich habe ja meine eigene Erfahrung. Also ich springe jetzt erstmal hier rein in meinen Vaters DNA-Test und da kann ich erstmal sagen, dass es heißt
was auch immer mein Vater ist oder was er jetzt gerade herausgefunden, dass er ist, bezieht sich auch auf mich, aber nur 50%. Das andere 50% muss ja auch von meiner Mutter kommen. Ich selber habe ja noch keinen DNA-Test gemacht, obwohl das bestimmt sehr, sehr interessant sein wird, wenn ich das mal mache, Definitiv. wo ich herkomme. Aber auf jeden Fall auf meiner Vaterseite. Mein Vater und seine ganze Familie ist immer sehr, sehr stolz gewesen, sehr stolz drauf gewesen, sich waschecht Deutsch zu nennen, ne? Also Deutscher und Deutscher, als mein Vater sagte, ging nicht. Laut meiner Oma, ne? Also die sind waschecht Deutsch. Jedenfalls hole ich meinen Vater natürlich diesen DNA-Test und da meinte ich so, Papa, mach das mal, ne? So Und deutsch die. wie Wie Waschbär Deutsch? Wir sind Waschbär Deutsch? Nein, Waschbär. waschecht So deutsch wie Deutsch. der Waschbär. Der ist ja aus Amerika eingewandert, ne? Nach Europa. Ja. Genau, Waschbären sind keine europäischen Tiere. Aber die machen hier alles platt, wenn man nicht aufpasst. Jedenfalls, da mein Vater, der macht diesen Test, der freut sich schon auf die Ergebnisse. Und es stellte sich heraus, wir sind doch gar nicht so deutsch, wie wir dachten. Ne? Also, mein Oma habe ich das noch gar nicht erzählt. Ne? Also, ich möchte, sie könnte einen Herzinfarkt kriegen, ob ich ihr das jetzt erzähle. Oder sie würde es einfach nicht glauben. Das kann auch sein, dass sie es einfach so in Denial. Nein, nein, das stimmt gar nicht. Das DNA ist Bullshit. Ne? Also ich weiß ganz genau, was. Ich weiß ganz genau, dass wir echt Deutsch sind. Jedenfalls stellte sich heraus, dass wir nur 55, also dass er nur 55% Deutsch ist. Ne? Und das ist schon ganz schön heftig, ne? Man hält aber mit 51% noch die Hauptstimme, ne? Ja, Hauptstimme, also hauptsächlich ist der Mann noch deutsch, ne? Aber nicht so hundertprozentig, wie wir uns das dachten, ne? Toll. Es stellte es sich heraus, dass wir dann auch noch fast 20% serbisch sind. Fantastisch. Ja, und dass wir auch doch obendrauf 35% polnisch sind. Ach, Also, super, wenn richtig das keine gut. Mischung ist. Also auf jeden Fall können wir sagen, dass wir, also er kann sagen, dass er hundertprozentig europäisch ist. Das stimmt allerdings, hundertprozentig europäisch. Aber so deutsch ist er gar nicht. Der ist auch noch ein bisschen polnisch und serbisch. Und das hat mich persönlich total von der Rolle geschmissen. Ich kann sagen, dass ich mich ab und zu über die Serben lustig gemacht habe. Das war. Ne, das weißt du, das weiß jeder, ne, dass ich mich ab und zu über die Serben lustig gemacht habe, aus welchem Grund auch immer. Ne? Aber jetzt stehe ich da schön dumm. Tja, da habe ich mich bloß über mich selber lustig gemacht. Aber das ist okay. Jetzt, wo ich weiß, dass ich da auch noch zum Teil serbisch bin, da kann ich, wenn ich jetzt weiterhin mich lustig drüber machen möchte, dann kann ich das ruhig mit dem Gewissen, dass ich mich einfach nur über mich selber lustig mache. Das geht auch. Aber das war schon interessant. Durch diesen DNA-Test haben wir dann irgendwie rausgefahren, dass, ja, von meiner Omas Seite, die hat wahrscheinlich recht, die ist wahrscheinlich reinrassig deutsch oder so deutsch, wie es geht. Aber dann von der Opas Seite, ja, da kommt wahrscheinlich das Polnische und das Serbische her. Was meine Mutter betrifft, das wäre interessant, weil ihre Eltern sind ungarisch, ne? Auf ihr Birth Certificate oder auf ihre Papiere steht auch, dass sie ungarisch ist oder dass sie in Ungarn geboren wurde. Aber ein kleines Vögelchen hat dann immer gezwitschert durch die Jahre, dass es heißen könnte, dass meine Mutter adoptiert geworden ist von meinen Großeltern. Und wenn das stimmt, dass sie adoptiert geworden ist, dann könnte sie alles Mögliche sein. Also wäre es vielleicht doch ganz interessant, wenn ich lieber früher als später auch mal so einen DNA-Test mache. Ja, du hast ja bald Geburtstag, ne? Ja, richtig. Dann könnte ich mir selber zum Geburtstag einen DNA-Test schenken. Das wär's. Oder man legt zusammen und du lässt es dir schenken. Ich muss mir erstmal jemanden finden, der das macht. Aber das wäre ganz interessant. Und ich würde natürlich auch über die Ergebnisse hier berichten. Vielleicht könnte ich die Ergebnisse gleich hier exclusively zum ersten Mal be berichten. Das wäre doch was auf dieser Show. Wow, das ist super spannend, total. Naja, für mich schon.
Besonders wenn man denkt, dass man, also man denkt sein Leben lang, dass man eine gewisse Sache ist, zum Beispiel Deutsch, aber es stellt sich heraus, dass das gar nicht so ist. Also das ist mit meine über 30 Jahre, das ist doch schon interessant, ja. Womit ich, ne, also ich würde jetzt überschwenken, dass wir durch und durch auf jeden Fall Frauen sind, ich, ne? Ja. Und damit würde ich jetzt erstmal Thema 3 nehmen. Körperpflege. Ja? Oder Richtig. ja? Also man könnte dieses Thema so überschränken. Körperpflege, also jetzt wo ich weiß, dass ich auch zum Teil polnisch bin und nicht nur deutsch, habe ich mehr Beinhaare. Und deswegen muss ich mir öfters die Beine rasieren. Genau, das römisch-griechische, das ist ja das Interessante, das römisch-griechische Weltbild, das wir so mitbekommen haben, jedenfalls in Europa, in den 80er Jahren hat sich das nochmal ganz stark formiert, ist schon das Äußerliche, ne? So die Enthaarung, das war ja nicht immer so notwendig. Das ist ja immer von Zeitalter zu Zeitalter verschieden. Richtig. Also, ne? Und ich finde es aber schon irgendwie gut. Also ich finde es toll, wenn man auf, ne, wenn man zu viel Behaarung hat, dass man so ein bisschen stilistisch, sag ich mal, ausdünnt, wie bei einem Baum quasi, wo man, ne, die Äste beschneidet, damit, ne, so. Gut, bei uns wachsen jetzt keine Früchte, aber es sieht einfach netter aus, wenn wir gepflegt, wenn das eine Linie ist. Also manche Augenbrauen sind einfach sehr buschig. Ich finde es schon schön, wenn das so eine schöne Linie ist und einfach so eine schöne, ne, wie auch immer, Regenbogen oder Welle oder wie auch immer es gibt ja. Aber die Augenbrauen formen, da könnte man doch echt noch zulegen, finde ich, so von der Fantasy her, ne? Da könnten doch die Modedesigner noch ein paar crazy Linien machen auf den Augenbrauen Ja, ich glaube, mit dieser. teils versuchen sie das auch schon, ne? Wenn man im Internet nachguckt und man sieht, was für alles die Models jetzt mitunter tragen, ne? Weil die wollen das ja auch machen, nicht nur, die wollen ja auch das Äußerliche zeigen, nicht nur die Kleider, ne? Und mitunter haben sie verrückte Augenbrauen, sage ich dir, was dann die Mädels ein paar Wochen lang nachmachen, aber dann stellt sich heraus, ach, ja, nee, das war doch eine scheiß Idee. Genau, weil ich glaube, dass Gott, so wie er uns gemacht hat, dass er sich ne, extrem viel Mühe gegeben hat. Das ist so seine Art, das liegt in seiner Nature, glaube ich, ne, dass er alles super gemacht hat. Und da, ich habe, also da finde ich, ist das okay. Und ich habe von einer Russin den Tipp bekommen, die hatte wunderschöne Augenbrauen, also wirklich eine wunderschöne Frau auch. Ja, aber Und von die der. Russen, die sind allgemein richtig hübsche Frauen, ne? Ja. Also die haben Sehr, richtig sehr, schöne Frauen da, die Russen. sehr gepflegt, Dreck, super gut dreckige, muss angezogen. ehrlich sagen, dreckige UFC-Fighters, aber hübsche Frauen. Okay, genau. Und von ihr habe ich halt dieses Außen, also nach innen etwas breiter und dann, wenn es nach außen geht, schmaler. Ne? Das war so Richtig. diese, und das hat sie super toll gemacht. Jetzt gibt es ja dieses permanent Augenbrauen. Ich wollte jetzt nicht zu viel über Augenbrauen reden, so weil ich noch den Sketch von dem Schotten so im Hinterkopf habe. Ja, Körperpflege nee, wird. es ist schon richtig und wie du sagst, ist es durch die Zeiten allgemein total unterschiedlich gewesen. Also es gab Jahrzehnten, wo die Frauen fast gar nichts gemacht haben. Und dann haben wir hier 2018, wo fast alles gemacht wird, ne? Also man sollte seine Augenbrauen machen, man muss sich schminken, man sollte sich schminken, weißt du? Dann gibt es andere Haare, für die man sich kümmern muss, ne? Nasenhaare, Barthaare, wenn man sie als Frau hat oder nicht, hat ja auch nicht jeder oder hat noch nicht jeder, ne? Und dann gibt es natürlich andere Haare. Zum Beispiel, ich kannte damals eine Mädchen, sie war damals 15, ne? Die ging mit mir damals auf dem Internat und sie hat mir erzählt, dass sie alles rasiert. Und ich meine alles, ne? Und sie hörte nicht bei den Beinen auf. Das ging hier mit dem Arm. Und sie hat es gar nicht nötig gehabt, ne? Weil sie war so eine richtig hellblondes Mädchen, ne?
Man hat diese extra Haare gar nicht gesehen, ne? Aber sie hat einfach deswegen, hat sie alles rasiert, hier den Arm, Oberarm, Oberschenkel, überall, ne? Die Haare waren überall weg und da habe ich mich echt gefragt, ja, warum macht ihr das? Das muss jede Woche Stunden gedauert haben. Und wozu denn? Jeder andere hat das nicht gesehen. Das hat wirklich nur sie gestört und deswegen frage ich mich, wie viel ist denn wirklich notwendig hier mit dem Haarentfernung und mit Körperpflege, Schminken, alles Naja, Mögliche. also das klingt schon etwas manisch so auch, ne? Richtig, in ihrem Fall, ich denke, das war total manisch, aber ich denke, sie ist auch nicht das einzige Frau, die das macht, ne? Jetzt mal, wenn ich so sehe, manche Frauen achten da gar nicht drauf und sind mit einem Mann zusammen. Wenn ich dann so Pärchen sehe, dann sehe ich auch, wow, das passt. Und die achten da beide nicht drauf und sind total glücklich miteinander. Also gestern in Wernigerode konnte ich so ein paar Pärchen sehen und war einfach süß, ne? Wo ich dann dachte, völlig egal im Endeffekt, weil man ja dann doch die Entscheidung für den Partner trifft man, also ich zumindest, mit einem Herzen, also mit einer Gesamtgeschichte. Richtig. Das nützt mir ein durchgestylter Mensch, wenn er innen drin komplett hohl ist oder wenn er Narzisst ist oder was auch immer. Ich finde aber, die Körperpflege wird stellenweise übertrieben. Also man muss nicht jeden Tag duschen, waschen. Früher haben wir uns gewaschen, so kenne ich das aus meiner Kindheit. Also einmal die Woche baden und jeden Tag halt waschen war so, ne? Heute ist ja jeden Tag duschen. Ja, das ist Ne? heutzutage ganz populär, jeden Tag duschen, ne? Ja, aber ich finde einfach, ne, man sollte schon, ich muss nicht. Jetzt, ich persönlich möchte nicht von dem anderen den Schweiß riechen müssen, so, wenn es denn so ist, weil der Tag ist zu Ende, die Leute haben gearbeitet, sind verschwitzt, dann ist es okay. Also in Berlin in der S-Bahn, morgens, okay, ist schön morgens in der S-Bahn zu sitzen, aber wenn du dann abends in der S-Bahn sitzt, dann hast du echt so eine Flut von, ne, der Tag ist zu Ende und jeder hat so sein, ne, jeder hat so Jeder ist verschwitzt, sein jeder stinkt. Naja, aber ne, ja, genau, jeder hat so seinen Tag hinter sich und jeder strömt so, genau, mit seinen Düften durch die Gegend. Ist okay. Aber ich habe dir was zu dem Thema mitgebracht, das wollte ich dir zeigen, zu dem Thema Pflege auch. Ja. Das versucht, ja genau, ich habe eine Klatsch hier, ne? Warte mal, das ist hier die Klatsch oder eine richtig schicke Handtasche. Warte mal, Ja, die es ist hübsch. ist mit Perlen bestickt und Oh. glänzt. Ja, das sind doch kleine Blümchen drauf, ne? Ja, die ist wunderschön. Die ist auch so golden. Ja. Und die, genau, und die hab ich geschenkt gekriegt, weil die kaputt war in der Boutique, wo ich wohl ausverkauft war. Die ist kaputt, ne? Die ist total schick. Sehr, sehr hübsch. Und dann habe ich die aufgemacht und guck das Innenleben an und das ist alles Pappe und Papier. Die ist also nur beklebt. Die ist, ne, ich werde die reparieren, aber die ist komplett aus Papier Oh und ja, Pappe. okay. Siehst du, was ich damit so sagen will, mir fällt zu dieser Pflege, ne, es ist so dieses klassische, man kann sich pflegen und drauf achten und das macht bestimmt auch Spaß. Make-up kann sein, muss nicht sein, finde ich. Also ich mache mal ganz gern Augenbrauenlinien, Kajalschnitt, wie findest du das? Machst du das manchmal? Mit einem Kajalschnitt deine. Also letztens, also nicht das letzte Mal, sondern vorletztes Mal, wo ich mir die Augenbrauen zupfen lassen habe. Die Frau, die kam dann an mit so einem Augenbrauenkajal und hat dann meine Augenbrauen gemacht. Und ich sitze da, ich wusste erstmal gar nicht, was sie macht. Sie macht dann einfach meine Augenbrauen so nach. Sie meinte so, ja, wie findest du das? Und eigentlich war das gar nicht mal so schlecht. Das sah eigentlich richtig gut aus, weil ich habe hier auch in den Außenseiten sehr dünn und auch teilweise sehr helle Haare. Und dieses Kajalstift haben meine Augenbrauen so richtig schön geformt und ein bisschen herausgebracht. Und das bringt das Gesicht auch total anders raus, ne? Ja, Also ich meine, aber das richtige Kajalschnitt Kajal hier ist schon gut. an den Augen, also direkt Kajal am Augen wie quasi hier, oben und unten. Ja, ist richtig. Also kann man auch machen.
Also ich meistens, also tagtäglich, da mache ich eben so ein Liquid-Kajal, ne? Also Liquid Liner mache ich dann hier oben auf dem Augenbrauen, also da, auf Ja, dem genau, steht dir Nicht-Augenlid. gut. Aber unten mache ich normalerweise nichts. Und ob das Ja. wirklich notwendig ist, tagtäglich, weiß ich nicht, weil hier, du hast doch schon diesen schwarzen Streifen und das bringt schon deine Augen raus, ne? Genau. Das gibt dir so ein bisschen besser von einem Look. Klar, das sieht besser aus, wenn man in ganzen Augen macht, ne? Dann kannst du auch gleich Mascara und alles Mögliche ranpacken. Aber tagtäglich, da mache ich einfach das obere. Okay. Naja. Also ne, Thema, das Thema, ich bin jetzt so, wenn das Thema zu lang ist, ich merke gerade, es fängt persönlich mich an zu langweilen, darf ich das so sagen? Ja, ne? Ja, natürlich. Sorry. Ich wollte nochmal auf die Klatsch zurück. Das ist eine wunderschöne, mit Perlen bestickte Handtasche. Aha. Ne, glänzend und ganz schick. Und innen drin ist aber wirklich nur Pappe und Papier. Also so wie so à la Barbie-Doll. Ne, wenn da nicht ein Inhalt ist, wenn da nicht ein Charakter drunter steckt oder nicht Ja. eine Persönlichkeit drunter steckt, egal wie, ne? Also es gibt auch schüchterne Persönlichkeiten, die total interessant sind. Ich finde jeden Menschen interessant. Ja. Dann ist das Äußere, Kann noch so schön aussehen, aber wenn das Innere nur aus Pappe gemacht wird oder gemacht wenn da ist, nicht. dann ist es schon, dann denkt man sich, was habe ich denn hier gekauft? Ja, Also wir ja. haben hier in Deutschland haben wir hier so einen selbstgemachten Superstar, die nennt sich Frau Katzenberger. Aha. Daniela, musst du mal googeln, die hat sich Schönheit operieren lassen, komplett. Sieht aus wie so eine Barbie-Puppe und ist so self-made Promi, ne? So ein selbstgemachter Promi. Und die kommt damit auch sehr weit und verdient damit auch viel Geld, aber das Innere ist, glaube ich, bei den ganzen Außendesign auf der Strecke geblieben. Verstehst du? Also sie So, hat sich also. so viel Mühe reingepackt, äußerlich hübsch auszusehen, dass da überhaupt kein Energie gelassen ist dann für das Innere. Genau, ich meine, ne, ich mein, wenn ich Komplexe habe und das nach außen packe, ist es irgendwo, muss ich auch mal arbeiten an meinen komplexen Minderwertig. Warum, ne, warum finde ich mich jetzt nicht so toll? Muss ich jetzt, muss meine Figur eine Marilyn Monroe-Figur sein? Das sind ja so die von Hollywood vorgegebenen Styles auch. Ja, Marilyn Monroe hatte keine schlechte Figur. Ja, Also aber das ist nicht, die hatte keine schlechte Figur. Also die Promis das von will ich damit heute nicht sagen. Es haben geht einfach gute darum, Figuren. dass wir geprägt sind von den Medien, Ja. was Schönheit betrifft auch. Richtig, ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich hab einen Freund in Irland, einen ganz, ganz tollen Freund, mein lieber Freund Jay. Und er steht auf richtig gut, kräftig gebaute Frauen. Also er steht überhaupt nicht auf schlanke Frauen. Er ist voll, ne, wenn eine Frau. Also er mag Real Women, wollen wir so sagen. Ja, so richtig toll, ne? Und er hat, ne, eine Beziehung mit einer Frau, die. Und der liebt sie halt einfach so. Und er selber ist ein ganz schlanker und ich finde das völlig okay. Ich selber mag es mehr, wenn ein Mann kräftig gebaut ist. Also ich müsste jetzt nicht so einen Hungerhaken haben, wo ich mich dran stoße. Ich mag es halt, wenn was, ne, wie man so sagt, im Winter Wärme und im Sommer Schatten. Also wenn es ein bisschen voluminöser ist, finde ich viel schöner, als wenn da so ein Adonis vor mir steht. Mit so einem Adonis könnte ich gar nichts anfangen. Da weiß ich nicht, Ja, du denke könntest ich ihn mir schön irgendwie. angucken. Ja, und mir die So Augen Strip, verblenden. es ist Striptease. Mach doch mal nochmal einen von deine wunderbaren Striptease. Oh, Gold. Funkel, funkel. Haben wir noch was Wichtiges zur Adonis Gold. Körperpflege? Ach, Körperpflege, doch, hätte ich noch was zu sagen. Nimm einfach ein Stück Seife und ein, ne, normales Parfüm aus einer Glasflasche, dann belastest du die Umwelt nicht mit diesen in Plastik verpackten komischen Shampoos, weil diese Shampoos in den Plastikflaschen haben Inhaltsstoffe, glaube ich, die einfach chemisch krass zusammengemixt sind, die zwar vielleicht gut riechen, aber da ist ein Haufen eine Chemiekeule, damit man gut riecht. Und die Plastikflasche verpestet unsere Umwelt. Ich persönlich nehme einfach nur DAF, muss ich sagen, DAF, Seife. Ja. Und weil die einfach, ne, da habe ich eine Pappverpackung, die lege ich in den Kleiderschrank. Da liegen jetzt mittlerweile bestimmt 7 oder mehr DAF. Ich verteile die in meine Schränke, dann strömt dieser Ja, Duft so es aus. Kennst funktioniert. du das? Meine Oma hat das schon so gemacht. Ja, mit Seife, das, ja, richtig.
Also der Seifenschrank, der riecht immer grandios. Ja, ne? Grandios. Willst du Grandios. da das Thema abschließen und dann rum zum mehr Interessanteren? Ich hoffe, wir haben Nee, die Hörer das. damit ein bisschen aufklären können. Naja, was heißt mehr interessant? Und ich denke, das Thema ist schon, wir haben vielleicht nicht alles das befasst, was wir Nee. so befassen. Fingernägel zum Beispiel sind total, ne? Saubere Ja, naja, Fingernägel. ich meine, ich glaube, der ja, sauber sein, ne, klar. Aber ich Ja. glaube, das Endfrage ist dann wirklich, wenn, ja, du hattest schon recht, wenn man sich nur auf das Äußerliche konzentriert und man zum Beispiel mit einem Klatsch da, man hat eine wunderhübsche Klatsche und man denkt, oh ja, das muss ich haben, ne? Man macht es aber auf und da ist nur Papier drinne. Und man denkt sich, ach Mensch, was soll ich denn damit anfangen? Man kann im Endeffekt nichts damit anfangen, außer da irgendwie in der Ecke tun und man kann sich das dann angucken und sagen, oh ja, das ist aber schön, schön, ne? Toll. Ich muss echt sagen, diesen Fehler und Beauty und Hübschheit, das äußerliche Hübschheit, das vergeht sehr, sehr schnell. Und diesen Fehler habe ich bei meinem ersten Mann. Wie weißt du, ich bin jetzt schon länger geschieden, aber genau diesen Fehler, als ich jung und dumm war, habe ich bei meinem ersten Mann gemacht. Also hier stand so ein Adonis vor mir, ne? Also er hätte kaum besser aussehen können. Er war kräftig gebaut, weißt du, der hatte diesen irischen Swagger, so ein bisschen wie Conor McGregor, nur eben besser, ne? Auf jeden Fall, ich dachte, was könnte ich mehr denn wollen aus einem Mann, ne? Aber wie ich dann gesehen habe, du machst es dann auf, du heiratest ihn, machst es dann auf, da ist nur Papier drin, ne? Ich habe die ganze Woche diese Klatsch und wusste, ich muss sie dir unbedingt zeigen, ne? Ich habe Und sie so sonst hast du nicht das hier rum. gemacht. So hast du das gemacht. Und es stellte sich heraus, ja, es war nur Papppapier drin, aber das Äußerliche war perfekt. Weißt du, du hättest Umwerfen, ja? umwerfen schön und es war auch sehr groß. Er war ein sehr großer Klatsch, ne? In dem Sinn, ne? Aber das wird irgendwann mal langweilig. Und wie wir alle wissen, weil wir Menschen, wir vergehen auf das Äußerliche, das ganze Hübschheit vergeht auch nach einer Weile, ne? Jedenfalls, das, weißt du, ich war dann sehr impulsiv, so ein bisschen wie du jetzt, gleich kaufen, prima, schön, nichts drinne, ne? Auf der anderen Seite, wenn man sich Ich aber habe die nicht, geschenkt gekriegt. Ich habe die nicht es war gekauft. ein Geschenk, ja, aber irgendjemand hat es wohl gekauft und hat ge nicht gemerkt, dass es nur Papppapier drinne war und hat es dann weiter geschenkt, weil was will man denn schon mit einem Papppapierklatsch anfangen, ne? Ja, genau. Ja, also wird es dann jetzt immer weiter geschenkt. Ja, richtig. Aber auf der anderen Seite, da Ich könnte reformiere die und irgend. benutze. Ja. Zu deiner nächsten Hochzeit habe ich diese Klatsch Für bei mir. meine nächste Hochzeit? Ach, du hast noch. Stimmt, du hast noch eine vor dir, du warst noch gar nicht verheiratet, ne? Doch, Doch. ich bin jetzt 8 Jahre geschieden. Ja. Ah, also zu deiner Irgendwann mal. perfekten Hochzeit mit deinem perfekten Mann, Mit der meinem innerlich. ehemaligen Adonis. Ja, mit meinem großen Klatsch, ja, was dann nur mit Papppapier gefüllt war. Jedenfalls, das ist eine Seite. Auf der anderen Seite, irgendwo in einem Laden könnte jetzt der perfekte Klatsch sein, ne? Es könnte mit Gold innen drin so geschweißt sein und alles Mögliche, aber das ist vorne nur mit Papppapier verklebt, so kaputten Papppapier, ne? Also wer würde das denn schon kaufen? Wenn man auf dem anderen Extrem so anguckt, ne? Keiner. Wahrscheinlich keiner. Es würde wahrscheinlich nicht mal jemand anfassen, ne? Das Weil. heißt, ja, Entschuldigung, ja. Ja, weil dieses Klatsch, es könnte innen drin noch so schön sein. Aber wenn man das Äußerliche, wenn es nicht wenigstens so ein bisschen. Wenn man das nicht wenigstens so angucken kann oder sich Ja. angucken möchte, dann wird das auch nicht klappen. Also es muss da irgendwo eine Mittellinie sein, ne? Wo man es doch anguckt und man macht es auf und man findet Gold drinne, ne? Man findet Ja. so ein Gold Line Clutch. Also das, aber vielleicht könnte man damit sagen, wir könnten jetzt damit abschließen. Man sollte vielleicht in alle Clutches reingucken, auch die hässlichen, weil du Man könnte ein Goldlein-Klatsch da drinne finden, ne? Ne? Das ist ja das, wie es heißt,
Schöne Frauen sind nicht immer gut, aber gute Frauen sind immer schön. Richtig, ist richtig, ne? Aber das weiß man nicht, wenn man nicht den Tür aufmacht, den kleinen Clasp da aufmacht vom Klatsch und reinguckt, ne? Also das muss Womit man wir. erstmal machen. Alle Klatsches angucken. Wo, nee, alle braucht man gar nicht. Da, so viel Zeit haben wir gar nicht. Ne? Ist ja limited. Wir sind ja auch irgendwo, irgendwann segnen wir das Zeitliche und gehen zum Herrn. Aber was ich gerade gut finde, dass man echt gucken muss, was für Dating-Muster braucht man, um herauszufinden, ob der Typ wirklich was auf der Kirsche hat. Ja, richtig, richtig. Also Also wir sind jetzt gestylt, haben Augenbrauen gemacht, duften herrlich und sind jetzt eingeladen zu einem Date mit einem Uhu. Typi. Und so, okay, check, da ist die Golden Clutch und mal checken, was er so drauf hat. Und das Erste, was mir einfällt als Kriterium, ist, wenn der Typ dich zum Lachen bringen kann, Ja. dann solltest du näher hingucken. Wie nah? Also, weiß ich nicht, In aber welche Richtung? ich finde, es ergibt sich halt, ne? Es ergibt sich halt einfach, aber wenn du merkst, der Typ ist auch hat Humor, das ist so, glaube ich, wäre so mein erster Eckpunkt, ne? Also wenn sich einer zu ernst nimmt oder wenn einer jetzt sich nicht traut, den Mund aufzumachen, was auch immer, ob Hilfe, aber wenn einer irgendwie, keine Ahnung wie, aber es ergibt sich halt aus der Situation, dass man einfach zusammen lachen kann oder, weißt du? Ja, richtig. Also ich glaube, Humor wäre für mich ist es sehr wichtig, ne? Aber ich meine, du kannst da nicht einen Kerl ausschließen, weil er keinen Humor hat. Weißt du, das ist auch irgendwie ein bisschen unfair. Weißt du, es gibt so ein paar tolle Kerle da draußen, ne? Die einfach, ja, keinen Humor haben. Die sind nicht so schnell, die sind nicht so witty. Das ist, ja, das ist, so sind sie einfach. Aber die haben was auf die Birne in anderen, weil die können viele andere Sachen machen, vielleicht einfach. Haben sie einfach keinen so guten Humor. Ich meine, ja, im Idealwelt, da würde ich auch jemanden haben, der so funny ist, dass ich von morgens bis abends nur lache. Aber das, ich meine, es gibt bestimmt Kerle, die das nicht können, die sind aber in andere Wege sehr, sehr charmant. Ne? Ja, und dein Humor reicht für zwei. Also das ist schon wahr. Also dein Humor reicht wirklich für zwei Ja, und mindestens. ich krieg nicht mal den Mund zu. So, weißt du? Das reicht für drei. Ich sag ja mindestens, also da, ne? Echt voll. Das, weißt du, ich gucke mir auf YouTube, gibt es richtig tolle Berater, die so beraten, auch worauf man achten muss bei Dates oder Ja. was, ne, Männer, Frauen. Da gebe ich dir nächstes Mal die Namen. Das habe ich jetzt zeitlich nicht mehr geschafft. Aber da macht es richtig Spaß, denen zuzuhören. Ja. Weil die wirklich professionell sind, die machen ihren Job gut und haben gute Tipps. Also das ist dein Tipp. Also wenn es dir nicht von unserer Sendung, wenn es dir nicht ganz klar ist, was man da in der Dating World machen soll, einfach YouTuben und googeln. Genau, Ne? Okay. genau. Falls wir das nicht richtig rüberbringen. Aber ich kann dir ja von einem Fehler erzählen. Ich habe da vor Ja, Jahren. bei Fehler sind wir noch nicht. Wir sind Nee, erst nee, noch nee. bei. Aber nein, ich weiß, dass wir bei diesem Thema sind, Okay, aber so. ich rede von diesem Kerl, der mich so oft geturnt hat. Erstens, ich habe ihn online getroffen durch eine Dating-Site damals, ne? Erstens sah er total anders aus als sein Profilbild. Und ich kann dir sagen, das ist ein riesen Turn-off. Ich meine, man macht Scherze drüber, ne? Das, ach, ja, ach, der Kerl, der sah ja total anders aus. Ja, richtig. Und das ist auch ein von den riesen Fehler, was man machen kann, dass man so einen aufgestylten Profilbild da machen kann. Aber weißt du, man trifft sich dann im echten Leben mit diesem Kerl und der sieht total anders aus. Das ist mir schon ein paar Mal passiert. Aber auf jeden Fall, das ist der Initial Shock. Das ist so das erste Schock, was man bekommt, wenn man sich, was denn? Ja, das tut mir total leid, dann haben die voll gelogen, ne? Nein, nee, das ist keine Lüge, weil man will, dass man immer gut aussieht, ne? Und ich meine, besonders auf diese Profile will man ja Leute, dass man sein bestes Foot forward, ne, tut bei diesen Dating-Sites. Und naja, dieser Kerl sah total anders aus, als ich ihn kennengelernt habe. Aber ja, das war kein Riesenthema, ich hätte auch drüber schauen können. Aber weißt du, wir kommen da an, wir wollten da was essen gehen, wir sind dann auch essen gegangen, aber der Kerl hat nicht den Mund aufgekriegt.
Ne? Ich meine, ich treffe mich schon mit diesem Kerl und der ist total ruhig. Ne? Und ich dachte, ich weiß nicht, ob ich ihm gelangweilt habe oder ob er einfach mich nicht mochte oder so. Ich hatte keine Ahnung, weil der einfach den Mund nicht aufgekriegt hat. Ne? Und ich denke, wenn du schon jemanden einlädst, ne, zum Essen oder so, dann muss man auch schon irgendwelche Themen haben, worüber man sprechen kann. Ne? Und welche Themen wären das? Wenn man Red ich von gleich. Aber das Ding ist, es stellte sich heraus, dass der Kerl mich doch mochte. Also, weißt du, ich hab einfach diesen Zweifel gehabt, aus keinem Grund, einfach weil ich nicht wusste, wie ich ihn einschätzen sollte, weil er den Mund nicht aufgemacht hat. Ne? Ja. Stellte sich heraus, dass der Kerl mich doch mochte. Ich habe aus, weißt du, wir haben uns noch ein paar Mal getroffen, aber es lief nichts. Also wir haben den Date dann irgendwann mal abgebrochen, weil es einfach nicht gegellt hat. Ne? Da war einfach, ich fand, dass er einfach nicht diesen Chemistry war. Und weißt du, man muss immer Chemistry haben, sonst geht das nicht. Ja. Aber weißt du, mittlerweile sollte ich vielleicht sagen, dass ich falsch war, weil dieser Kerl, dieser ruhige Kerl, der nichts gesagt hat, ne, was mich total gestört hat, weißt du, bei unseren Dates, der ist jetzt mehrere Jahre, hat er studiert, der ist jetzt Highschool-Lehrer geworden. Und ich glaube, der hat jetzt 2 Jahre lang um die Welt gereist. Das dumm. Fail. Ingrid, fail. Aber das meine ich, du kannst diese Leute nicht einfach so ausschließen, weil anscheinend war dieser Kerl sehr intelligent. Da hat was total aus sich gemacht, ne? Da hat, also der ist ein Highschool-Lehrer geworden, der ist um die Welt gereist, der hat das Leben gehabt, weißt du? He had the life, weißt du? Und ich habe ihn so ein bisschen so abgewischt, weil er nicht reden konnte. Er hatte keinen Humor, er konnte mich nicht irgendwie stimulieren in dem Sinn, ne? Und vielleicht, Oh. ja, aber ich meine, wir machen alle Fehler, wir wissen ja nicht, wie ein Mensch so austören wird. Aber eben deshalb sage ich, werf nicht die Leute zu schnell weg, die nicht wirklich reden können über interessante Themen sofort, ne? Und die ein bisschen scheu sind. Also solche Leute sollte man nicht gleich unter das Teppich kehren, weil Nee, man. nee, 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 nee. Das ist eine Herausforderung, ne? Weil ich glaube auch, wenn man dann lernt, einfach, ich glaube, Geduld ist so ein großes, also für mich immer ein Thema, wenn man lernt, Geduld zu haben und einfach zu warten und zu verharren, es fühlt sich zwar unangenehm an bei mir selber, aber wenn ich dann denke, okay, jetzt wartest du einfach, bis irgendwas passiert. Und dann haben die anderen Leute auch eine Chance, zu reden und Mund aufzumachen und von sich zu erzählen, dann wird es auch spannend, ne? Das kommt immer darauf an, worauf man sich einlassen will. Also das finde ich ja eine richtig starke Geschichte. Ist er jetzt fertig mit Weltreise und kann zu dir zurück eigentlich? Nee, also der ist. Ich glaube, wir sind jetzt total in eine andere Richtung gegangen. Also ich möchte mir jetzt nicht unbedingt nochmal probieren. Aber ich denke, das passiert aber zu oft, ne? Dass man einfach Leute einfach zu schnell irgendwie abschreibt und dass man nicht Ja. irgendwie wirklich den Chance gibt. Also es stellte sich heraus, dass dieser Kerl, lieber Kerl, und der war auch witzig, bloß das hat sich erst nach einem Jahr wirklich so herausgestellt, ne? Nachdem ich seine Kumpels kennengelernt habe, weil ich hab zum Schluss, ist es so, ich habe mit ihm Schluss gemacht und ich habe einen von seinen Freunden gedatet und der ist dann auch mein Mann geworden. Jedenfalls, ich weiß nicht, ich habe ihn dann weiterhin kennengelernt über die Jahre, weil er war ja Freund von meinem Mann. Und es stellte sich heraus, dass er ein klasse Kerl war. Und eigentlich hat er viel mehr getaugt als mein Mann. Aber weißt du, es ist einfach so eine Lektüre, dass man nicht zu schnell einfach abschreiben soll. Und Das meistens ist ein sind es auch die guter Stoff ruhigen. sorry. Das ist ein total guter Stoff für eine Love Story. Ist total schön. Das klingt richtig Also Drama. der war nicht so zum Angucken, war er nicht so wirklich viel, also nicht im Vergleich zu meinem Mann, aber das waren total andere Vergleiche. Dieser Kerl hatte wirklich was drauf, hat was aus sich gemacht, ne? Aber das hätte ich damals nicht wissen können. Mein Mann stand da, oh, hallo, Halleluja, mein Mann, ne? Und das war eine total dumme, falsche Entscheidung. Schmeiß die ruhigen nicht so schnell weg, weil die meistens haben sie ganz viel drauf, die man irgendwie nicht. Ja, du hast aber immerhin hast du zwei wunderschöne Kinder. Absolut. Na, Absolut, das das, sind ne? sehr hübsche, wunderschöne Kinder. Na, also Genau, und die man. Intelligenz haben sie von ihrer Mutter und schon ist alles paletti.
Ja, aber wir reden ja nicht über Kinder, wir reden über den Dating-Scene und Ja, ich wir reden ja weiß, ich wirklich weiß. für Leute, die daten, die jetzt wieder daten oder die zum ersten Mal daten oder immer noch daten. Weißt du, gib jeder eine richtige Chance, sich zu veröffentlichen, weil ich meine, viele Leute sind nun mal bei diese Dating-Sites, weil sie im wirklichen Le Leben sehr ruhig, sehr scheu, sehr still sind, ne? Aber die haben ganz oft viel zu opfern, ne? Also Ja. viel zu geben. Also man muss wirklich zwei, dreimal gucken. Aber Optimum. das stimmt schon, da ist wieder, ne, das visuell ist man schon in so einem Muster verfangen, was ja, ne, das ganze, der ganze, ich sag mal, das ganze, unser ganze Denkapparat, unser Gehirn, wir sind ja extrem beeinflusst von der oberflächlichen Welt. Wir werden ja nicht unbedingt Absolut. geschult, ne? Wir werden nicht geschult jetzt, also ja. Das Kennenlernen, ne? Wir werden ja nicht so wirklich geschult auf, dass wir erstmal uns selber auch anders wahrnehmen. Das ist ja so ein Leistungsprinzip, unter dem wir groß werden. Ne? Also wir werden ja unter ganz anderen mentalen Einflüssen groß, als dass wir lernen, intuitiv und auch mit einem gesunden Verstand jemanden anzunehmen. Also ich bin sehr, muss ich gestehen, sehr Hollywood beeinflusst von Ich diesen glaube, alten wir alle mittlerweile ein Märchen bisschen, und ne? so. Wir. Und wenn man dann später so nachdenkt, ich hatte auch ein paar Dates früher in Berlin über so eine Dating-Agentur. War eine Katastrophe, also war eine Katastrophe war es nicht, aber war ich einfach gemerkt, um Gottes Willen. Mit dem bin ich schon nach einer Woche, bei dem bin ich schon nach einer Woche gelangweilt. Das ist so ein bisschen mein persönliches Ding. Ja, ich muss immer mehrere Projekte haben einfach, aber das ist, hat was mit der Persönlichkeit halt zu tun. Das liegt nicht am Mann, liegt an mir selber und keine Ahnung. Ich bin auch so, ich habe einen kennengelernt in Berlin, in der, warte mal. Ich habe ja in Berlin sämtliche Bars und Cafés besucht, also Diskotheken und Tanzcafés im Berliner Ballhaus. Es gibt ja Klärchens Ballhaus und Berliner Ballhaus. Und im Berliner Ballhaus, da gab es Tischtelefon. Da war ich tanzen mit einer Freundin und dann klingelte laufend unser Telefon. Ne? Die riefen dann an von irgendeinem anderen Tisch, um zu fragen, ob man nicht miteinander tanzen will. Und dann war das ein Italiener, also Roberto. Seine Kumpels haben gesagt, ah, guck mal, die da oben an dem Tisch, ne? Ruf die mal an, weil der war auch schüchtern. Ja. Und wir waren nachher, das war natürlich ein gut aussehender Italiener, der hatte ein Blumengeschäft in Berlin, aus San Remo, also der hat das Blumengeschäft seines Vaters in Berlin gehabt. Und das war schon eine tolle Story. Also wir haben natürlich auch ein Sprachdefizit, weil er nur Italienisch sprach, ich nur Deutsch und Es klappt. war, Dann kannst du aber es ruhig war, sein und war, war, er eine, kann dir war, eine, die war eine italienische Liebe nette, zeigen. war eine nette, also wir hatten dann eine Beziehung und das war schon toll, aber da war es halt auch wirklich, das Äußere hat sich schon auch vom Hocker gehauen, ne? So ein schnittiger Macho-Italiener, der es einfach drauf hat, auf so Basics, ne? Der hat meiner Tochter jedes Mal ein Plüschtier mitgebracht, wenn er zu Besuch kam. Also sie hatte nachher eine ganze Bunch voller Plüschtiere. So oft war der Aber Kerl beim Besuch. 1, 2, 3, 50, ja, 54. genau. Aber ich fand es einfach eine nette Geste. Es hat mich dann schon, dachte ich, oh, guck mal, da macht sich einer Gedanken auch. Ne? Ich war ja alleinerziehend mit meiner Tochter. Und das fand ich schon nett. War Man natürlich. kann es aber auch ein bisschen übertreiben, finde ich. Das Ja, mit dem ich fand Kindergeschenk, es nicht ne? übertrieben. Ja, es waren kleine Plüschtiere, aber die waren mit sehr viel Liebe gekauft. Also ein Koala mit Baby-Koala war es einmal und so ganz nette, ich glaube, ich habe noch ein, zwei Teile, glaube ich, noch da. Ich Also habe ganz das viel. ist ein Don't. Das ist ein Dating-Don't. Übertreib's nicht hier mit die Geschenke für den Kindern. Ja, ist schön und gut, aber letztendlich bist du eigentlich für die Mutter da. Wollte ich nur mal so Genau, sagen, ne? nochmal, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Genau, finde ich Es cool. ist richtig, es ist wirklich das ist ein untergesprochener, wichtiger Punkt. Also, dass man das nicht übertreibt hier mit dem, ne? Also Mutter ist für dich Nummer eins, wenn du ein Single-Mutter datest, ne? Ja, die Frau. Und nicht die Mutter nur, sondern die Frau, die hinter der Mutter steckt.
Ja, eben nicht, also nicht die Mutter, sondern die Frau, meine ich natürlich, ne? Die muss man erstmal ausgraben, weil eigentlich ist sie 24/7 nonstop Mutter. Ne, auch das Mindset, man ist komplett Mutter und der Mann hat die ehrenvolle Aufgabe, die Frau dahinter zu finden. Bei all dem, ne, man ist ja auch ständig, du musst ja. Ja, also wenn man Single-Mutter ist, ich meine, du kennst das, ich kenne das, weißt du, hattest viele Jahre, wo du Single-Mutter warst und es ist wirklich nonstop go, 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 ne? Und es muss ein Kerl da reinkommen können und nicht davor Angst haben, einfach stopp, jetzt erstmal zu sagen, ne? Slow down, ich will dich erstmal kennenlernen, ne? Und ich glaube, wer sich da die Mühe macht, ne? Da findet man ganz oft ungeschliffene Diamanten. Mit Sicherheit. Das Ja. war jetzt ein schönes Wort, um über zu. Aber Frauen, macht sicher, Ja. dass ihr eure Augenbrauen zupft, sonst klappt gar nichts. Genau. Dating Disasters habe ich jetzt hier. Kennst du die Story von Loriot? Damit wollte ich anfangen. Von Wo Loriot. Loriot datet und sie sitzen am Tisch und essen irgendwie Nudeln und er hat eine Nudel am Finger und warte mal, er hat die Nudel erst irgendwie am Mund und spricht zu ihr und will ihr irgendwie eine Liebeserklärung machen und sie versucht ganz höflich, sie will ihn nicht unterbrechen, aber sie versucht ihm zu sagen, dass er eine Nudel am Mund hat und er aber so, nein, bitte, sag jetzt nicht und will sich so erklären und dann hat er die Nudel irgendwann am Finger und also diese ganze Dating-Szene ist immer mit dieser Nudel bespickt. Das ist so Loriot und Dating, ne? Das sind so, genau, das ist so ein. Ja, Loriot, das ist. Sag mir noch mal, wer ist denn das? Das ist doch ein. Oh, der ist jetzt schon nicht mehr, der ist schon hoffentlich beim Herrn. Ich würde ihn gerne wiedersehen im Himmel. Keine Ahnung, wie der heißt. Norbert weiß das. Norbert ist so ein Loriot-Fan. Ich bin ja nicht so ein Loriot-Fan. Das mit Loriot, das ist schon, ja, interessante Geschichte, das mit dem Nudel. Aber erzähl mir doch was aus deiner Leben. Ich meine, aus deinem Leben. Du hast bestimmt genug Dates gehabt als Single-Mutter. Damals auch vor du Mutter geworden bist, ne? Ich meine, da musste irgendwie wenigstens ein oder zwei Geschichten haben, die es wirklich nicht so geschafft haben. So in dem Dating-Scene oder das einfach total awkward so ausgegangen ist. Haben wir Frauen ja alle. Erzähl mir einen von deins. Oh, Dating-Desaster. Ich wollte damals auswandern. Ich habe in Berlin gewohnt mit Angie und war auch Single-Mutter und dachte mir, okay, dann suchst du dir einen Mann über Zeitung, Annonce. Und da waren zwei, einer, der nach Kanada auswandern wollte und einer, der schon in Irland lebte. Also ein Berliner, der vor zig Jahren nach Irland gegangen ist. Das war Anfang der 90er Jahre. Ja, wie Und kam dann er habe denn ich. dazu? Ich meine, dass ein Deutscher nach Irland auswandert? Ich meine. Ich habe auch einen Freund oben in Irland, den habe ich heute noch, ein sehr, sehr lieber Freund von mir, der ist aus dem Ruhrgebiet ausgewandert nach Irland. Also Irland ist schon sehr für Leute, die es ruhig mögen, also die einfach Natur mögen und die Ruhe mögen und ne, ein Ruhe. Das gutes hätte ich jetzt Land nicht leben. gedacht. Ich dachte, die Iren, ne, die Iren selbst, die sind sehr lebendig und alles Mögliche und so Party, Party, trinken, Party, ne? Und ich dachte, so wäre es auch in Irland. Ich bin ja Na, selber die noch nie gibt's da gewesen, aber aber. nicht die. Ja, nicht die Leute, die dahin auswandern, das ist eher so, sind so Alternative, ne, auch unter anderem. Also, weiß ich nicht. Ich bin ausgewandert, weil ich einfach weg wollte aus Deutschland auch. Ja. Das war so für mich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, lernst du Tipi kennen, wanderst aus, hast du einen Typen, bist gleich im anderen Land. Das war so mein Supercatch. Der Supercatch war eine Katastrophe. Ja. Der Kanadier, also der Deutsche, der nach Kanada, nach Vancouver auswandern wollte, war ein alleinerziehender Vater mit einer Teenage-Tochter. Das war ein Geschäftsmann, der hatte ein Business in Berlin, ein Business in, ich weiß nicht mehr welchem Land, und hat ein Business in Vancouver, also ein richtig reicher Geschäftsmann. Nicht Und schlecht. ja, das war, und ich hatte ja meine Tochter, war aber sehr jung noch. Und das Alter hat mich nicht gestört. Er war ein attraktiver Mann, ein kluger Mann. Und weil ich ja nach Kanada auswandern wollte, musste ich dann auch einen AIDS-Test machen. Das muss man da wohl so machen. Ach ja, okay. Ja, den habe ich dann auch gemacht. Und letzten Endes habe ich ihm aber auch erzählt, dass ich jemanden in Irland schreibe. Keine Ahnung, so bin ich halt, so war ich halt, so bin ich halt.
Und dann hat er mir das Geld für ein Flugticket gegeben, damit ich den Typ in Irland kennenlerne. Von dem Okay. Geld habe ich mir dann, von dem Geld habe ich mir dann ein Citybike gekauft, ein Fahrrad. Ja. Also ich habe Entscheidungen getroffen, wo ich hinterher denke, meine Güte, schalt doch endlich mal dein Gehirn ein. Mit dem Kanadier war es nichts. Also ich war einfach zu jung und Anfang 20 und du hast eine Teenage-Tochter dann, da war ich die Falsche auch komplett. Das wäre für die Teenage-Tochter nicht gut gewesen. Es war schon für meine Tochter nicht leicht, so eine durchgeknallte Mutter zu haben. Ne? So. Und ich bin dann nach Irland ausgewandert zu dem Typen und dieser Typ, also wir haben uns geschrieben, ich habe ihn einmal besucht und er hatte aber eine andere Freundin noch da. Oh, a woman on the Genau, das war side. richtig. Und dann bin ich hingezogen und der hat irgendwie versucht mit uns beiden. Und bis ich das geschnallt habe, das hat gedauert eine Weile, aber als ich geschnallt habe, bin ich sofort mit meinem Kind in ein Cottage gezogen. War ziemlich am Anfang, ich konnte kaum Englisch, war in Irland, hatte alles hinter mir abgebrochen. Ja, Der krass. Typ war eine Katastrophe, überhaupt nicht mein Typ. Der hatte auch einen Bart, deswegen stehe ich wahrscheinlich nicht auf Männer mit Bart. Da sind ganz viele bescheidene Sachen passiert. Nein, manche Männer steht das, manche nicht, ne? Ja, genau. Also ich persönlich muss es nicht haben. Auf jeden Fall war es eine Katastrophe. Ich bin dann mit meiner Tochter in den Cottage gezogen, weil ich auch nicht mehr zurück wollte nach Berlin. Und so bin ich dann in Irland gelandet. Dating-Desaster, das glaube ich war mein größtes Dating-Desaster, was mir geholfen hat, 6 Jahre in Irland zu leben. Also, Also, das war irgendwie Glück im Unglück, ne? ja. Und Irgendwie. ich habe ja eine Weile da mit Angie gewohnt und seine andere Freundin hatte auch eine Tochter im Alter meiner Tochter. Ja. Und die Kinder haben ja von unseren krassen Sachen nichts mitbekommen. So, und meine Tochter hat jetzt irgendwie Kontakt zu diesem Typ aufgenommen, weil sie einfach mal aus ihrer Kindheit und Irland und so wissen wollte. Ja. Ich habe ihr nur gesagt, sie soll mich da raushalten, verschone mich mit diesem Typen. Der ist jetzt mit dieser anderen Freundin noch zusammen und die haben auch ein Kind zusammen und Okay. ich war halt, ne? Das ist schon irgendwie traurig, ne? Von Ja, deinerseits her. ich habe in meinem Leben ich bin viel zusammengebrochen und habe viel geweint und bin aber immer wieder aufgestanden, raff die Röcke, ne? Also Und du hast als Single Mutter hast du wirklich den Krieg hinter dir. ja, Der kann Single man so sagen, Mutterkrieg. aber Ja. mir tut's halt eher leid für Angie. Also ich bin ja, ne, aber mir tut's halt eher leid, dass Angie da so viel mitgemacht hat. Also bevor man die Typi in sein Leben lässt, sollte man wirklich checken, ne, kann ich den mir und meinen Kindern zumuten? Und damals war es gar nicht so einfach vor dem Internet, vor alles Mögliche, ne? Weil man hat ja wirklich nur Brief, vielleicht Telefonkontakt gehabt, ne? Man hat ja, wie Ja. du sagst, man hat diese Leute aus den Zeitungen damals geholt. Ich weiß es ja noch selber, ne? Wie man Zeitungsannoncen da geantwortet hat. Und da man hat diesen Personen, ehe man sie wirklich kennenlernen konnte, hat man nicht sehr viel über diese Leute gewusst, ne? Genau. Ich habe hier jede Menge Dating-Desasters, aber wir reden ja über mich. Nein, aber was? Aber den ich heute erzählen wollte. Wir könnten ja jede Woche eine Dating-Desaster erzählen, wenn es um mich Oh geht. ja, cool. Wenn es um Auf mich jeden geht. Fall, da hast du schon einiges an. Naja, ich habe ja damals bei einer Firma gearbeitet, ne, wo es hauptsächlich Männer waren, ne, hauptsächlich Männer in dieser Firma, paar Frauen, ich war ein von diesen Frauen. Und weil es hauptsächlich Männer waren, wir haben jeden Freitag nach der Arbeit sind wir rausgegangen, irgendwo ausgegangen, so Drinking with the Boys, ne, jeden Freitag. Ich war ja kein Boy, aber ich bin mitgekommen, weil die gegangen sind und ich wollte ja mitkommen, ne? Ich dachte, ja, Boys, yeah. Nee, jedenfalls sind wir dann immer trinken gegangen und ich habe es alle so kennengelernt nachhinein, ne? Also dass die meisten, die alle eigentlich waren klasse Typen, ne? Tolle Leute, tolle Freunde. Also ein paar daraus sind gute Freunde geworden für eine Weile. Aber da war ein Kerl da, mit dem ich mich eigentlich richtig gut verstanden habe. Der hat in den Accounts, also der hat in Finanz da gearbeitet, ne? Der hatte so einen Humor, was mich, er war, erstens war er sehr charmant und sehr ruhig, aber da hatte so einen Humor, was sehr irgendwie
trocken war, ne? Aber da hat nicht einfach irgendwas geplappert, also da hat immer nur Scherze gemacht, dann, wo er wusste, dass es wirklich so witzig sein wird. Also da hatte schon richtig tollen Humor, ne? Dachte ich mir. Naja, er wurde ein von meinen Kumpels, so wie die anderen auch, ne? Und ich habe auch nie irgendwie so weitergedacht, ne? Ich habe ihn immer nur als guter Kumpel habe ich ihn so gefunden und jemand, mit dem ich sehr viel Zeit gerne verbringe, ne? Aber nicht mehr als das. Jedenfalls hat er mich dann, ich weiß noch, wir sind zum Billardspielen sind wir gegangen, einen Freitag mit den Jungs. Und ich war dann alleine mit ihm, ich saß dann alleine neben ihm und er fragte mich, ob ich nicht mit ihm irgendwo hinfahren möchte. Ne? Und ich wusste schon, worüber er raus wollte. Ne? Und ich dachte, naja, heute vielleicht nicht mehr, aber vielleicht morgen. Da meint er so, nee, morgen kann ich nicht. Ja, wieso? Naja, ich muss für meine Frau und Kinder zu Hause sein. Desaster, ne? Also das war echter Hammer, ne? Und ich muss echt sagen, also danach, weil ich bin nicht so ein Typ, weißt du, ich bin echt, ich halte mich von sowas fern, ne? Also wenn jemand verheiratet ist und ne, also das ist dann für mich nichts. Natürlich bin ich, ich denke nicht, dass ich so ein Ehebrecher bin. Aber das war schon der Hammer, ne? Dass man diesen guten Kumpel hat, ne? Und ich habe ihn so als Kumpel habe ich ihn total lieb gehabt, ne? Der war so witzig und toll und alles, ne? Nein, wollen wir irgendwo hinfahren? Weil morgen, ne, dann muss ich bei meiner Frau sein und sie sieht sowas ungerne. Ach was? Nein, echt? Ja, Nein, tatsächlich. sag bloß. Nein, und ich glaube auch danach, unsere Freundschaft danach ist irgendwie ein bisschen so hin und her gefisselt, weil, naja, das. Na, ich kannte ihm eben insofern auch, ich habe noch mit ihm geredet, wenn es sein musste, für die Arbeit und so, aber das war ein Desaster, ein Fast-Dating-Desaster, würde ich mal so sagen, ne? Das ist, Ja, boah. da habe ich eine Story, die kann ich dir offline erzählen, andermal. Also die kann ich wirklich nicht online erzählen, weil das Schade. wirklich ist, ja, ist schade, aber ich muss auch meine Privatsphäre schützen und mich schützen in all dem. Gibt es Dinge, die teile ich total gern mit dir. Und bei den anderen Dingen, ne, da können gerne andere Leute zuhören. Das ist halt so. So ein gewisser Ehrenkodex, doch so ein bisschen was davon zumindest ist da. Genau. Cool. Mein Tag ist voll. Ich habe Ja, du eine musst jetzt los, Geburt. klar. Genau, ich muss mich noch stylen und für den Tag, ne? Ich habe nachher Kindergottesdienst. Ich fahre nachher noch mit Conny. Heute ist, wie gesagt, Erntedankfest. Genau. Ja, Aber. also du hast einen vollen Tag. Also da werde ich sagen, also wir haben jetzt eine sehr gute Stunde, haben wir jetzt geplappert und ich hoffe auch, dass es für unsere Hörer, dass es auch interessant war und dass sie uns gerne zugehört haben und wir hoffen auch, dass ihr nächste Woche wiederkommt, ne? Für mehr Ja. Plapperei, für unsere nächsten Talkie und für unsere nächsten Scherze und Entertainment. Und weißt du was, ich wollte das auch nochmal erwähnen. Also wenn du uns gerne zuhörst, dann klicke doch auf dem Like. Button bei uns in Facebook, geh auf unsere Facebook-Seite, also das ist nochmal Bianca und Ingrid live. Klick Like und dann kriegst du auch unsere wöchentliche Talkies jede Woche in dein Facebook-Feed so gezeigt, ne? Also dann ist es so wie Subscribing wie auf YouTube was. Wir sind auch bei YouTube. Du kannst auch da auf den Subscribe-Button klicken und du kriegst uns dann jede Woche zu hören, wenn wir dir gefallen, ne? Aber danke fürs Zuhören. Aber danke fürs Zuhören, ne? Also wir hoffen wirklich, dass wir euch nochmal haben nächste Woche. Wenn ihr wollt, dass wir irgendwelche bestimmten Themen besprechen, ne? Bitte, bitte sag uns Bescheid. Ihr könnt ein Message schicken oder ihr könnt da einfach in den Kommentare was reinschreiben. Ne? Also das hören wir dann immer gerne. Und wir reden dann immer gerne über die Themen, die euch gefallen auch, ne? Und Aber. wir wünschen unseren Zuhörern auf jeden Fall eine richtig coole, gute Woche Ja. mit allem, was dazugehört. Ja. Nehmt die Herausforderungen des Alltags an, wie, jetzt müsste ein schöner Vergleich kommen, aber der fehlt mir gerade. Nimm die Herausforderung wie Habib wegen Conor McGregor, ne? Ja. Seid Habib und nicht McGregor diesmal, ne? Okay, das war Schlusswort, genau. Okay, also Habibs da draußen, wir wünschen euch was. Wir wünschen euch eine gute Woche, einen tollen Montag. Na, und wir hoffen auch, dass wir nächste Woche, dass wir euch zuplappern könnt. Dass wir euch zuplappern können.
Auf Wiederschauen. Ciao, tschüss. Tschüss. Bye-bye. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Schade.